RB Leipzig hat Wiedergutmachung für die Pleite im Dosenduell gegen Red Bull Salzburg betrieben und ist in der Europa League wieder im Soll. Der Bundesligist gewann sein Auswärtsspiel beim harmlosen norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim völlig verdient 3:1, 1:0. Erlebe die Europa League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Stürmer Jean-Kevin Augustin, der sich zum Europacup-Auftakt gegen Salzburg 2:3 noch Undiszipliniertheiten geleistet hatte und intern für ein Spiel suspendiert worden war, erzielte mit einer sehenswerten Aktion das 1:0, 12. Danach trafen Ibrahima Konate, 54. und Matheus Cunha, 61. Trondheims Ehrentreffer durch Issami Ebali, 79. gefährdete den Erfolg der Sachsen nicht. RB Leipzig hätte bei Rosenborg Trondheim noch höher gewinnen können. Vor rund 10.000 Zuschauern im Lerkendel-Stadion spielte bei Regen und Temperaturen um 5 Grad fast nur Leipzig. Nur die nicht optimale Chancenauswertung verhinderte einen noch höheren Sieg. So traf Cunha zum Beispiel noch den Pfosten, 59. RB-Trainer Ralf Rangnick warf wie gewohnt im Europacup die Rotationsmaschine an und tauschte seine Startelf im Vergleich zum vorangegangenen 2:1 Ligasieg bei der TSG Hoffenheim gleich auf 7 Positionen. Unter anderem saß Stürmer Star Timo Werner nur auf der Bank, Spielmacher Emil Forsberg war wegen leichten Adduktorenproblemen erst gar nicht nach Norwegen gereist. Die Wechsel sorgten aber für keinen großen Bruch im Gästespiel, die Sachsen dominierten die Partie deutlich. Der Lohn war die frühe Führung durch Augustin. Der Franzose tanzte Gegenspieler Alex Gersbach aus und vollendete mit einem überlegten Linksschuss. Trondheim verliert gegen RB Leipzig, Niklas Bendtner schaut zu. Bei den Gastgebern saß der angeschlagene Ex-Bundesliga-Stürmer Niklas Bendtner nur auf der Tribüne. Auf den Rängen sah der Lord ein einseitiges Spiel mit klaren Vorteilen für RB. Cunha, 29. Augustin, 38. und Konrad Leimer, 43. scheiterten aber bei ihren guten Chancen. Die Batzherren, die auch in der laufenden Saison wieder an der Tabellenspitze der heimischen Liga stehen, fanden offensiv so gut wie gar nicht statt. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Gesamtbild, RB blieb am Drücker und hatte nun sogar noch mehr Räume für seine Spielzüge, weil Trondheim seine Defensive mehr und mehr öffnete. Diese Räume nutzten die Gäste eiskalt zu den Treffern Nummer 2 und 3. Die Norweger liefen fast nur hinterher und konnten in der Schlussphase lediglich Ergebniskosmetik betreiben.